Hallo von unserem Grundstück. Ja. Ja, endlich geschafft. Wir haben den Umzug gut überstanden. Ja. Wohnungsübergabe hat auch alles super geklappt. Wir haben jetzt erstmal so eine Woche, war das jetzt, glaube ich, ne? Ja, genau. So ein bisschen nur hin und her räumen und eingewöhnen und ankommen. Und das war auch echt schön. Ja, die nächsten Schritte bestehen jetzt hauptsächlich erstmal darin, hier alles an seinen Platz zu räumen. Wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, steht hier noch eine ganze Menge. Hier steht noch ganz viel rum, was alles noch verstaut werden muss. Ja, wir müssen erstmal einen Platz für finden. Und dann natürlich die ganzen Baustellen, die noch nicht fertig geworden sind vorm Umzug. Richtig. Dass man hier erstmal vernünftig wohnen kann. Und ja, dann schauen wir mal, was wir diese Woche alle schaffen. Morgens um 6? Was macht man morgens um 6? Kaffee. Schlafen gehen. Kaffee braucht man da. Gibst du etwa den Kaffee in mein Beet? Ja, du hast gesagt, ich soll das, damit die Katzen da nicht reingehen. Ja. Die große Challenge für uns jetzt ist natürlich, die Katzen aus den Beeten fernzuhalten, damit sich ja das gar nicht erst als Katzenklo oder Buddelgrube etabliert. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr da macht. Ich werde wahrscheinlich noch einen etwas kleinen Weidezaun, also noch einen Weidezaun oder irgendwie sowas noch außenrum machen, damit die verstehen, dass da eine Grenze ist. Aber gibt ja diese verpiss dich Pflanzen oder irgendwie sowas, aber sowas möchte ich ja auch nicht im ganzen Garten pflanzen, weil eigentlich soll der Garten ja schon zum Erkunden für die Katzen sein. Naja, mal gucken. Vielleicht hilft ja erstmal Kaffee verschütten. Eine Sache müssen wir noch erledigen, damit wir hier vernünftig wohnen können. Mich wundert es wirklich, dass in den letzten Wochen noch niemandem von euch aufgefallen ist, dass wir noch gar keine Dusche oder Badewanne haben im Haus. Denn wir haben oben ja wirklich nur das kleine Bad und unten das Bad, das ist ja noch Sandwüste, da ist ja noch gar nichts gemacht, außer dass die Rohre da verlegt sind. Für dieses Problem gibt es im Sommer zum Glück eine ganz gute Lösung. Und was das genau ist, zeigen wir euch gleich. Uwe, ich glaube, wir brauchen erstmal ein bisschen Platz, ne? Ja, wir müssen ja erstmal wieder umräumen. Ja, jetzt räumen wir nicht nur drin, sondern auch draußen um. Und zwar muss das alles so einen Meter oder anderthalb in Uwes Richtung. Haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Vorne haben wir schon so ein bisschen begradigt mit dem Aushub noch aus dem Flur. Und ich habe dir da hinten schon mal was hingestellt. So, ja. Wir haben ja zum Glück noch einiges an Holz hier rumstehen und auch zusammengebaute Holzteile. Und dann dachten wir uns, das hier wäre wahrscheinlich eine gute Basis. Oder? Ja, tu mal so, als ob du duschen würdest. Aber ich glaube, da kann man noch durchgucken. So, okay, na dann holen wir mal den Rest. Und gucken mal, wie das aufgebaut wird. Oh ja, ich hoffe, es funktioniert auch alles. Wir versuchen ja so wenig wie möglich Provisorien einzubauen, weil die auch immer Geld kosten. Aber eine Sache, oder diese Sache hier, wollten wir sowieso im Garten haben. Von daher passt es ganz gut. Und zwar eine Gartendusche. Ich glaube, man sieht mich gar nicht. Solardusche. Eine Solargartendusche. Wir setzen ja bei uns auf Solarkraft. Deswegen haben wir uns auch für eine Solardusche entschieden. Yay. Mal sehen, wie es im Winter wird. Es ist warm heute. Ich fühle mich wie die Dusche. Die ist auch schwarz. Na, ja, keine Chance.
So, die Basis ist schon mal fest. Jetzt schraubt Uwe hier noch weiter. Oh, Schütter. Was? Passt nicht drauf? Nicht von dir, sehr von der Seite muss er reingeschoben werden, okay. Grad. Ich lag sagen. Jetzt hier draußen in der Sonne. Ja. Also ja, man sieht auch, mir ist auch warm. Du lagst auch draußen in der Sonne. Genau. Okay, Wasser läuft schon mal. So, der große Test, funktioniert es oder nicht? Aber nicht raus und soll. Oh, oh, oh. Yay! Gut, du schon funktioniert. Ich weiß nicht, ob das Thermometer überhaupt irgendwas bringt, dann mache ich da einfach nur eine Blindstopfen rein. Naja, eigentlich soll man es ja wärmer stellen können und so, ne? Also, gucken wir mal, wie gut es funktioniert. Na, jetzt lassen wir es erstmal ein bisschen in der Sonne rumstehen. Und dann fehlt noch ein bisschen Privatsphäre. Mal gucken, wenn wir uns mal noch eine Plane schnappen und noch ein bisschen was zaubern hier. Na, so, du willst jetzt als erstes die Dusche ausprobieren? Ja, ich will als erstes duschen. Ja, wir haben da jetzt noch so eine Plane vorgemacht. Damit man hier, hier kommt man ja überall auf den Hof, damit die Leute nicht geschockt sind, wenn sie uns hier plötzlich nackt sehen. Na, aber dann müssen wir uns noch was Schönes einfallen lassen, dass es gut aussieht. Meine erste Amtshandlung heute ist erstmal wieder Brennnessel und Brombeerbeseitigung zu machen. Die letzten Wochen hatte ich dafür nicht so 100% viel Zeit, wie ihr wisst. Und man sieht's, es wächst wieder überall raus. Und da mache ich mich jetzt erstmal mit den Handschuhen bewaffnet an die Arbeit. Gerade eben waren wir noch einkaufen und ich bin mal ganz kurz noch in die Gärtnerei rein. Und ja, eine kleine Ausbeute habe ich mitgebracht. Eine Drachenbegonie, einen Sonnenhut, einen weißen Flieder, fand ich auch ganz spannend, ein Edelweiß, eine neue Rose, so ganz kräftigen Aprikotfarben, einen Farn und eine Funk hier vorne für den Garten hier unter den Bäumen. Beim Unkraut entfernen habe ich auf jeden Fall ein paar Lücken noch gefunden in den Beeten, wo noch ein bisschen was rein kann. Und ja, an der Rose konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Die sah einfach viel zu schön aus.
wieder ein Fenster mehr drin. Jetzt muss ich nur noch, oder macht vielleicht Anne, wieder mal ringsrum mit Hanf auffüllen und dann können wir mit Lehmputz gegengehen. Appetit, würde ich sagen. Ja. Endlich mal wieder auf dem Feuer gekocht. Ja. Und die Hälfte davon aus dem eigenen Garten. So, jetzt habe ich endlich mal die Zeit gefunden und habe mich mal darum gekümmert, dass wir hier die Ständer noch reinkriegen. Und da hinten hatte ich zwar eigentlich schon so einen Riegel noch oben mit dran gemacht, aber der ist zu groß gewesen, weil sonst kriegen wir das Fenster nicht mehr auf. Also muss da dann kleiner ran. Und hier drüben kommt auch noch einer hin und dann auch ein kleiner Riegel oben. Und dann sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal schick aus. Brauchst bloß noch geölt werden. Tja, wie bist du denn da hochgekommen? Sag euch, dieser kleine Kater ist ein absoluter Kletterkater, aber er kommt oft nicht mehr runter. Ich hoffe mal, wir müssen ihn nicht irgendwann mal vom Baum holen. Richtig abholen. Heute möchte ich im Bad mal ein bisschen vorankommen und dieses schwebende Regal hier an die Wand anbringen. Jetzt ist aber das Problem, zum einen habe ich gar nicht mehr die Originalschrauben, zum anderen war da mal so eine Bohrschablone, die habe ich jetzt natürlich auch nicht mehr. Deswegen dachte ich mir, ich habe jetzt gerade mal positioniert, dass ich zuerst das mittlere Loch bohre, dann das einmal anschraube, die Markierungen dann dementsprechend mache, wenn ich das mit der Wasserwaage ausgerichtet habe, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das so funktioniert. Ja, man sieht hier an den ziemlich großen Schrauben, ich habe hier so ein bisschen suchen müssen, was ich finden konnte, überhaupt an Schrauben, die groß genug sind.
Das ganze Drama drumherum erspare ich euch mal. Ich sag euch nur, ich hatte einen 7 mm Steinbohrer und die Wahl zwischen 6er Dübeln mit Schrauben oder 8er Dübeln mit Schrauben. Ich habe jetzt die 8er genommen, habe das irgendwie reingewirkt gekriegt. Dann hat das ganze Ding nicht drauf gepasst, weil die haben hier so eine leichte Schräge schon. Die zeigen so ein bisschen nach unten, beziehungsweise ich hatte es zuerst andersrum. Und da passte dann plötzlich hier dieser Kasten nicht drauf. Ich habe das ja relativ knirsch hier an die Wand dran gemacht. Und jetzt packe ich das Ding nochmal drauf. Ich habe es jetzt nochmal umgekehrt angeschraubt und guck mal, ob es jetzt passt. So, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Oh, gucken wir mal. Eben gerade beim, bevor ich es festgeschraubt habe, habe ich einmal probiert. Warum? Wieso rutscht es denn höher, sobald ich es festschraube? Es hat doch eben noch richtig schön drauf gepasst. Ist die Schrauben noch mal ein bisschen locker? Gewalt und Spucke. So. Sieht irgendwie ein bisschen schief aus auch. Tada! Also waagerecht ist es. Mal gucken, ob es auch optisch gerade ist. Es spiegelt sich sogar im Spiegel. So, da oben fehlt zwar immer noch ein Brett, aber Hauptsache die Deko ist schon mal da. Hier die Lampen. Weiß ich schon, welche ich davon haben möchte. Da gab es aber letztes Mal in dem Laden bloß eine von. Und da habe ich sie nicht gekauft. Jetzt ärgere ich mich total. Werde die also demnächst mal noch nachkaufen. Mal gucken, ob es die in dem anderen Obi gibt, wo wir hier näher dran sind. Der andere war nämlich in einer ganz anderen Stadt. Ja, und dann kommen wir doch der Vollendung des Bades schon wieder ein kleines Stückchen näher. Ja, wie ihr seht, ist aber trotzdem noch ein ganz schönes Chaos hier. Jetzt heißt es erstmal Staubsaugen und ein bisschen sauber machen und Zeug wegräumen. Ja, morgen wollen wir hier ja den Betonboden reinmachen ins Bad. Das heißt, hier muss ich jetzt erstmal noch ein Rohr weiterlegen, was ja dann bis zur Küche gehen soll. Und das dann halt darunter verschwinden lassen, dass ich da später anschließen kann. Und dann natürlich erstmal alles glatt machen, alles auf die richtige Höhe bringen, dass wir morgen zügig mit dem Beton vorwärts kommen. Ja, wir haben natürlich hier drinnen im Haus alles zugestellt. Ich komme hier nirgendwo mehr rein, also müssen wir wahrscheinlich alles übers Fenster reinhauen mit Eimern. Na, mal sehen, wie das wird. Es ist schon wieder Freitag und wie ihr seht, ist das Zimmer hier ganz schön voll gestopft. Und ich zeige euch mal die andere Seite des Hauses, der Westflügel quasi. Hier geht es ja gerade im Bad weiter, damit wir endlich eine Dusche drinnen haben. Ach ja, und da die Frage jetzt neulich kam in den Kommentaren, wir haben jetzt hier erstmal provisorisch unsere Waschmaschine aufgestellt. Hier kommt ja dann am Wochenende oder halt in den nächsten Tagen auf jeden Fall der richtige Betonboden rein. Das heißt, dann steht die Waschmaschine auch wieder gerade bzw. auf festem Untergrund. Jetzt haben wir gerade erstmal hier so ein provisorisches Podest gemacht. Bei Waschmaschinen muss man ja immer ein bisschen aufpassen, dass die nicht unrund laufen.
Ja, und hier haben wir die Kammer des Schreckens. Hier ist erstmal alles weitgehend drin gelandet. Und hier bin ich jetzt gerade erstmal dabei, ein bisschen reinzusortieren. Wir haben ja hier einige Kisten, die auch nicht ausgepackt werden erstmal, bis wir die dann an den endgültigen Ort packen. Hier fehlen mir noch die Regalböden. Ich habe sie noch nicht gefunden bis jetzt. Und hier kommt auch erstmal unser alter Wäscheschrank noch hin. Und den hole ich jetzt erstmal und baue ihn auf. So, das Ganze sieht doch schon ein bisschen besser aus. Die Tür mache ich erst zum Schluss dann ran, wenn ich die Schrauben gefunden habe. Und dann wird das Ganze hier noch an der Wand festgemacht, damit der nicht umkippt. Ja, also ich finde, hier der ganze Krempel, der kommt dann noch hier mit rein. Und dann haben wir hier so eine gewisse räumliche Trennung. Ich kann dann hier die Tür, vielleicht mache ich hier noch einen Vorhang oder sowas vor, dass der Dreck dann halt nicht hier so reinkommt so stark. Ja, und dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Auf jeden Fall kann man jetzt hier wenigstens wieder bis hinten durchlaufen. Das war nämlich immer ein bisschen problematisch, wenn ich von da hinten irgendwas gesucht habe. Mal sehen, wie das Ganze sich hier noch weiterentwickelt mit dem Zimmer. Aber das hier werden wir relativ zum Schluss erst machen. Von daher kann das jetzt auch wirklich erstmal vollgestellt werden. Wie ihr seht, haben wir ein bisschen was geschafft. Aber wir wollten ja auch ein bisschen Pause haben mal zur Abwechslung. Ja. Und es war auch irgendwie sehr nötig, ne? Also ich bin immer noch Fall. Irgendwie gefühlt die ganze Zeit nur müde. Ja, ja. Aber es liegt vielleicht auch ein bisschen an den 30 Grad, die wir momentan haben. Ja. Ja. Ja, ansonsten mit der Dusche kommen wir wunderbar klar. Also die ist wirklich. Ja, waren gerade eben beide nochmal. Gut. Und man kann auch nacheinander duschen, ohne dass das Wasser sofort kalt ist. Ja, also kann man bloß empfehlen. Ja. Und gerade für den Sommer, so, dafür hatten wir es ja eigentlich auch gedacht. Genau. Es ist halt eine sehr gute Alternative und schön zum Abkühlen zwischendurch. Ja, also falls ihr auch Interesse an sowas habt, ich habe euch das Modell mal verlinkt. Das ist auch nicht umgekippt beim Sturm oder irgendwas. Ja. Also funktioniert bis jetzt ganz gut. Nicht, dass ihr euch wundert, die Vlogs von uns, die werden jetzt nicht mehr so wirklich wochenmäßig stattfinden. Also kommen schon wöchentlich, aber halt ja. Die Projekte, die wir jetzt zurzeit haben, sind ja relativ langatmig teilweise. Mhm. Und dadurch macht es eigentlich keinen Sinn, das immer jede Woche zu zeigen, sondern wir packen die Sachen dann immer schön in Pakete und dann gibt es halt so. Also ein wenn paar. Wir zum Beispiel das Thema Bad haben, dann werden wir wahrscheinlich alles oder zumindest so ein paar Badfolgen haben, wo wir dann alles, was das Bad angeht, in ein Video reinpacken, sodass das alles ein bisschen gebündelter ist und ihr nicht jede Woche immer nur so einen ganz kleinen Schnipsel immer seht, wenn ich mal einen Balken schleife oder sowas und ihr wisst gar nicht, wo der dann hinkommt oder so, sondern dass das alles ein bisschen besser zusammenpasst. Genau, also wer gut aufpasst, wird zwischendurch dann bestimmt schon ein paar Sachen sehen, die eigentlich schon fertig sind, aber erst in ein paar Folgen danach gezeigt werden. Genau. Und wir glauben einfach, das ist halt ein entspannteres Gucken dann auch und halt und für uns auch schöner zu schneiden letzten Endes. Ja, also wenn ihr in den nächsten Videos ein bisschen aufpasst, seht ihr vielleicht schon eine kleine Vorschau von Sachen, die da so kommen. Ja. Ansonsten. Ja, deshalb heißt jetzt das auch nicht mehr Bauvlog, sondern Episode. Das heißt, ich darf jetzt auch ganz legal meine Gartensachen reinpacken, ohne dass jemand meckern kann, dass das ja nicht in einen Bauvlog gehört. Genau. Das war's auch schon mit diesem Video. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja. Und vergesst hier nicht den Abo-Knopf zu drücken. Den da und den Daumen hoch und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.